So, herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem The Binding Blades. Ja, der Chuck hat da ein bisschen Vorarbeit geleistet gehabt. Wall. Eine Wall. Eine Wand. Egal, erstmal das nächste Haus. Aber auch mit Lance. Wird schon einen Grund haben, wo wir sind. Das ganze Areal sieht aus wie ein Garten für Banditen. Sie wissen, wie man in den Bergen kämpft. Und sie können diese relativ gut überqueren. Oh, wie schrecklich. Na gut, schrecklich ist nicht unbedingt das Wort der Wahl. Hätte man wahrscheinlich auch anders übersetzen können, aber das heißt im Endeffekt, die Banditen kommen auch hier so drüber. Ach, deswegen steht Lance da. Lance mit seinem Schwert. Ja, da unten kommt er gut ran. Möchte ich noch eine andere Schwerteinheit nach vorne setzen? Wie wär's denn mal mit Roy? Der soll doch sowieso leveln, Iron Sword anlegen. Dann kann er vielleicht mal das Steel Blade auch benutzen. End. Ich verstehe auch nicht, warum Rutger jetzt vorne steht, aber hey, okay. Rutger Killing Edge reicht dort natürlich aus. Wow, wird noch nicht mal getroffen. Da steht der also sehr, sehr sicher. Kommt da oben dran, kommt nicht da oben dran. Okay, und dann kommt Rutger tatsächlich hier oben hin. Killing Edge. Critical Hit. Schön. Da oben, Schatz. Du müsstest dich da doch eigentlich auch recht gut machen können. Du hast ein Iron Sword. Ja, das müsste eigentlich sich ausgehen. Du kommst trotzdem an ihn dran. Das möchte ich nicht. End. Dann steht Lou wenigstens in Sicherheit und ich verliere den definitiv nicht. Alan kann definitiv nicht auf den Berg. Dyke kann's und kriegt 30 Avoids. Deswegen lasse ich ihn jetzt dort auch stehen. Wie kommst du da bitte schön dran? Ach so, deswegen hast du auch so einen. Ah, Handex, okay. Das erklärt natürlich einiges. Lasse ich aber das Iron Sword an. Das sieht doch relativ gut aus. Du kannst Walls. Stell ich mal zu. Marcus kann ich ja zum Locken benutzen. Ich stelle ihn einfach mal dahin. Vielleicht wird er ja angegriffen. So verkehrt muss das nicht sein. Boah, es fängt einfach sehr gut ab. Jetzt stelle ich den auch ein bisschen weiter nach vorne. Beende und das wird dann gespeedet. Schatz. Ja, gut. Um die Bogenschützen mache ich mir jetzt Gedanken. Killing Edge würde reichen, aber wie viel machen dann die Axtträger? Wie viel Trefferchance haben die? 32. Wie weit kommst du? Okay. Dann können wir auf jeden Fall den einen Bogenschützen, der mir schon Kopfzerbrechen bereitet, aus dem Kampf rausnehmen. Das könnte jetzt natürlich auch Killing Edge Verschwendung sein, das ist mir aber relativ wurscht.
Wie weit kommst du? Zu weit. Schatz, ja, nicht dahin. Wenn dann dahin. 1% Trefferwahrscheinlichkeit. Okay, reicht nicht wirklich aus. Puh, können wir denn den zweiten jetzt irgendwie rausnehmen? Ich glaube nicht, dass Ellen rankommt, ne? Ne, tut er auch nicht. Ich habe es befürchtet. 45 Trefferchance ist immer noch zu viel. Markus, stell dich mal hier hin. Boss auch ein bisschen vor. Du kommst wenigstens an nichts ran. Ach komm, Lenz, geh noch. Wollen wir die Häuser bringen? Zähne Void. And. Dich schicke ich zur Unterstützung in der Nähe. Ich lasse es so stehen. Okay. Damit hat Chad auf jeden Fall schon mal einen guten Job erledigt. Gut was abgefangen. Roy müsste wahrscheinlich mit dem Banditen da links fertig werden. Loot. Kommst du mit ihm zurecht? Nein, das sind 8. War das mit dir, Boss? 10 und dann die 8 von Lu, das wird sich ausgehen. Ja. Und ja, ich weiß, The Jug mag Schwertkämpfer nicht, aber sowas wie ein Dieb muss man einfach irgendwo zwischendurch dabei haben. Level 3. Und das ist ein ordentlicher Werteboost jetzt gewesen, finde ich. Roy? Ja, du kannst dir eigentlich aussuchen, wen du platt machst. Du nimmst den linken. Lu! Earth, Wind and Fire, hear my call. Geht doch. Ja, auch in so einem Level kriegt Lu noch hin, Erfahrung zu sammeln. Lu kriegt nie genug. Alan. Attack. Iron Sword 13 reicht sowieso nicht. Ich lasse dich einfach mal. End. Der da oben kommt sowieso nicht mehr durch. Kann ich mit allen anderen jetzt nachziehen, so ein Stückchen. Lance, ab nach oben. Iron Sword 14. Ja, hau drauf. Glock, Glock. Und weggemacht. Schön, schön. Very, very nice. Stell ich mal hier hin. Iron Axe aktiviert, Hand Axe. Ja, passt. Du auch hoch. Alle ein bisschen nachziehen. Und Sunny. Ich kann dich jetzt auch ein bisschen weiter nach links setzen. Oder ist da noch ein Bogenschütze? Ja, da ist noch einer. Aber der kommt nur bis... Also hier können wir hinsetzen. Unter dem Wald 2. Bis... Na komm, bis hier.
dann bist du in einer schönen Schlagreichweite allgemein. Unsere Heiltischlampe müssen wir auch ein bisschen näher ranbringen ans Geschehen. Na, Clary nicht unbedingt, die kann mit der Haupttruppe mitziehen. Rutger, möchte ich mit dir vorziehen? Eigentlich nicht. Rutger darf das Dorf besuchen im nächsten Zug. Das hört sich nach einem Plan an. Ente. Ja, Schatz steht da sowas von sicher. Roy, du kannst doch wahrscheinlich wieder finishen, oder? Ja, kannst du. So, und damit können wir hier ganz normal weitermachen. Rutger, Dorf besuchen, Wizards. Warte! Warum nimmst du nicht diesen Speer mit dir? Ein wirklich starker Ritter hat ihn mal benutzt. Just a rumor. Ah, rüste deine besten Soldaten mit dieser Lanze aus. Ja, ich sag ja, mein Englisch ist nicht so pralle. Aber das stört uns ja nicht, es trotzdem zu benutzen. Man kennt mich doch. Ich ziehe einfach alle vor, ohne Rücksicht auf Verluste. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Gehe ich erstmal von aus. Wir sind ja hier im Normal Mode. Im HC-Mode hätten wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viel Verstärkung schon wieder gehabt. Und ich habe keine Ahnung, ob wir wirklich alle brauchen werden. Ich gehe eigentlich schon nicht davon aus, aber sicher ist sicher, das ist einer mehr. Und auch du ziehst da weiter. Dich habe ich darunter. Schön. Dann kann ich nämlich jetzt normal hier mit Lenz angreifen wieder. Iron Sword 8. Reicht nicht. Okay. Juckt mir auch nicht. Hey, Crit! Lenz, was ist los? Tani, ich ziehe mit dir doch hier rüber. Weil mit dir kriegen wir am schnellsten Roy nach vorne katapultiert bzw. gesetzt. Ist egal, ob du finishst oder nicht. Was? Du hättest so angreifen können. Ja, wenn du nicht willst, hast du Pech gehabt. Rescue. End. Nein, ich will Rot gar nicht. Schatz, zieh du mal hier vor. Vielleicht lockst du ja. Und Markus auch nochmal einen vor. Da kommt eh keiner vorbei. Dann kann ich jetzt damit Lu abdecken. Wobei, Clarine kann es doch übernehmen, oder? Nein! Ja, ach ja, deswegen. Zack. Release. Ah, da war der Fehler. Ach egal, Pech gehabt. And. Alan, nö, nicht unbedingt Boas. Zieh vor. Dyke. Naja, nicht, auch nicht. Nee. Dann ziehen wir dich nach. Auf alles nachziehen. Ja, und du kommst da oben leider dran, was mir nicht gefallen möchte. Hier unten ist nichts wirklich Tolles mehr. Na, Lance könnte Heilung brauchen, aber die Heilung haben wir alles nach oben geschickt.
Ach, jetzt hat das Locken doch mal funktioniert. Lu. Pfeil. 18. Bleiben 6 übrig, die wir erstmal wegnuken müssen. Sollte doch machbar sein. 14 ist egal. 0 Hit ist 0 Hit. Schad, unser Junger, ja, ich will nicht Dieb sagen, eher Spezialist. Fire. Ja, leider zweimal. Aber hey, es gibt Schlimmeres. Und wenn man nicht getroffen wird, dann ist das eigentlich schon mal was Gutes. Boss. Rescue. Ja, du kommst jetzt natürlich auch unten an Schatz ran, was mir nicht gefallen möchte. Ich möchte jetzt aber erstmal gucken, ob ich da links irgendwie den gefinisht kriege. Da habe ich nämlich gerade nicht nachgedacht. Ich sagte, ich Intelligenzbestie. Ja, aber du kommst auch zum Glück nicht überall und nirgends dran. Du kannst aber problemlos vorziehen. Und Roy nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit, um nach vorne zu ziehen. Du kommst jetzt an Clarine ran, aber nur von dem direkten Weg. Ja, dann stelle ich davor jetzt Rutger hin, auch wenn es Schaden für ihn bedeuten könnte, aber wir haben genug Heilung in der Nähe. Sehe ich also kein großes Problem mit drin. Und du kommst jetzt mal hier rüber. Ends. Ich mache wieder so einen berühmten 20-Minuten-Part. Hey, okay. Leute, was ist los? Ihr bewegt euch da kaum. Iron Lance 10, 2x0, ja, ja. Setzen ab. Und geh einkaufen. Oder gibt es da nichts Interessantes? Dorky, Fire haben wir genug. Heal brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben im letzten Part genug eingekauft. Räum da unten den weg. Reicht. Wenn Rutger schon einmal vorne ist, dann kann er auch ein bisschen was machen. Release. Zack. End. Ja, ja. Ist klar. Dann geh da runter. Dich stelle ich hier hin. Wirklich Heilung braucht jetzt niemand, glaube ich. Lance, Item. Du hast noch einmal Heilung. Ich habe ja was vor, aber um das zu machen, muss ich nach unten erstmal Heilung bringen. So, End. Die Heilung ist unterwegs. Ja, ja, macht ihr mal. Das hat mich jetzt relativ wenig beeindruckt, bis gar nicht. Du kannst da natürlich wieder wegräumen, oder? Nicht? Okay. Aber du kannst noch niemals vorschwächen. Roy, was ist los mit dir? Bogen.
kleine Indianer mit dicker, fetter Blader. Spielt er mit Pfeil und Bogen, schießt er sich in die edelsten Zeile. Iron Sword reicht für zweimal und dann ist er weg. Ja, wenn ich speed, dann sieht man gar nichts mehr. Ja, mit Rutger möchte ich jetzt nicht so riesig aufräumen. Der Chat hat auch eigentlich schon seine Aufgaben erledigt. End. So, ich werde den Part beenden. Kleine Anmerkung für LeChuck. Ich habe vor, hier unten das Tor jetzt zu öffnen. Lance und The Lords dürfen schön hier dicht machen den Weg. Damit Ellen nicht gekillt wird, eventuell mit Tani retten. Und Ellen runtergebracht, um hier unsere beiden Haupt-DDs in dem Fall hochzuheilen. Dann können wir hier unten schon mal ein bisschen aufräumen. Oben die zwei, drei Einheiten sind ja schnell gemacht. Leider hast du wieder den Boss vor der Nase. Die Ehre habe ich mal wieder nicht, aber hey. Das kommt noch. Das Spielchen hatten wir ja schon. Naja, liebe Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Fire Emblem The Binding Blade. Bis dann, ciao.